Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. So, wir haben mal die erste Feldsolaranlage hier oben. Da haben wir unsere Beschriftung von oben. Ja, nur... Man kann das nicht so schön erkennen, aber die Module sind mega, mega, mega schmierig. Ich glaube, die sind schon ein paar Jahre länger nicht mehr sauber gemacht worden. Ja, wenn man das sieht, die sind einfach echt schmierig. Aber es ist auch warm hier oben. Und jetzt, die sind da hinten schon dran. Der Helge und der Justin, die Module sauber machen. Jetzt machen wir das komplette Dach, die Module sauber. Jetzt nutzen wir das gute Wetter mal eben aus hier. Dann haben wir die Module mal pico wieder sauber, weil einfach, das merkt man natürlich bei dem Ertrag. Und jetzt Schlauch, Marcel ist hier. Immer noch kein Wasser da. Immer noch kein Wasser da. Und dann können wir hier einmal vernünftig sauber machen. Die Platten, umso mehr Ertrag haben wir. Ne? Ich zeige euch gleich nochmal, wenn wir hier dran sind. Wenn wir hier gucken, hier ist die mittlere Halle, die hintere Halle. Gehen wir sofort mal gucken. Wir sehen, das ist das kleinste Feld. Ne? 28, 29 kW Peak haben wir hier. So, die Halle hier haben wir noch komplett frei. Laufen wir mal hier rüber. Hier ist der Neubau, den wir vor 2 Jahren gebaut haben. Auch nochmal 480 Quadratmeter frei, hier nochmal 260, also da haben wir noch Platz. Und wenn wir jetzt mal, ich gehe mal weiter mit euch hier, hoppa, hier oben bin ich auch nicht so oft. Jetzt können wir nämlich mal hier gucken gehen, jetzt merke ich erstmal, wie groß das Dach hier oben ist. Ja, da unten können wir mal gucken. Da hinten Streifenfundament gebaggert für den Körbe drin, der wird morgen betoniert. Da liegt schon die Stahlkonstruktion für die neue Halle. Hier haben wir einen Stellplatz, 2 Kunden, die hier übernachten. Einmal Karthago und einmal Knaus, hier ist unsere Entsorgungsstation. Riesiges Gelände hier. Riesiges Gelände, dann sind die Pausenräume, Lagerräume. Da hinten entsteht die neue Halle. So, jetzt gucken wir mal, ob Wasser da ist, ob der noch sauber wird. So, jetzt können wir mal gucken gehen hier. Da 2 Leute, da 2, 1. Und einer. Und hier drüben. Aber hier sind schon mächtig, ne? Mächtig Solar drauf. Also wir versorgen damit schon 40% selber mit der Anlage. Und ja, wir erweitern die jetzt. Ne? Wir hauen das Dach voll, die neue Halle. Haben wir 120 kW Peak ungefähr. Da geht schon was. Da geht schon richtig was zur Sache. Schau mal hier. Komm, Dominik, Wasser! Junge, komm! Jawohl, wie schnell ist das getan? Schau mal hier. Mein Versprechen war, Feierabend, wenn sauber ist. Junge, das geht dir ratzi-fatzi, Junge. 5 € pro Platz. Komm, Dominik! Da musst du die verraten. Das ist Arsch! Aber man sieht den Unterschied deutlich. Ne? Aber wir haben jetzt hier oben 4 Stunden verbracht. Also wie heißt das? Fitness, nicht Fitnessstudio. Sonnenbank brauchen wir nicht mehr. Ne? Alpikumen ist auch gut. Machen wir nicht viel daraus. Aber wenn der Rest voll ist, dann haben wir das 6-fache am Platten hier oben nach. Und dann muss hier was passieren. Ne? Und dann ist das eine Tagesaktion. Das haben wir mal schnell dazwischen geschoben, ausgenutzt, fertig gemacht. Ja, das war's hier von der Solar-Cleaning-Aktion. Boah, haben wir wieder Autos am Hof. Da gehen wir nochmal gucken. Das nutzen wir jetzt mal aus von hier oben. Jetzt muss ich hier einmal hochklettern. Philipp, rausschneiden. Bitte. Danke. Jetzt gehen wir mal hier. Guck mal. Wenn wir jetzt hier mal gucken. Da unten ist der Götz, der ist der Dirigent. Ne? Aber guckt euch mal die Morello an. Ein schwarzes Dach. Ja, aber der Kunde von Morello ist stinkesauer. Ja, der Kunde von Morello ist stinkesauer. Aber nicht wegen WCS, sondern wegen einer anderen Story, wie ihr vielleicht gesehen habt. Guckt ihr das an. Richtig geil.
richtig schön. Der daneben hat jetzt 4 Platten, da kommt noch. Der daneben ist auch wieder voll, der Concorde. Ja, voller Hütte bei WCS. Der Dach echt klasse, hat der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Platten auf. Kastenwagen, 3 Platten, der voll. Guck mal hier. Tipptopp sauber. Und dicht. Und das Fenster ist dicht. Der hat kein Problem mehr. Tipptopp sauberes Auto. Was noch viel schöner ist, ein sehr zufriedener Kunde und kein verärgerter Kunde. Ja, ein verärgerter, aber nicht auf uns. Nö, nicht auf uns. Der ist happy. Wir haben ihm geholfen und sein Schlafzimmer trockengelegt. Ich musste ihn gerade bändigen. Er sagt, da kommt noch mehr. Also, das lässt er sich nicht nehmen. Und ja, wenn es in den Foren steht, bin ich da raus. Ja, die Kunden können ja jeder selber machen, was sie wollen. Ne? Wir sind fast durch. Ich habe den Jungs versprochen, wenn es sauber ist, dürfen sie Feierabend machen. Dann können die Gas geben hier oben. Aber hat sich gelohnt. Ja, habe ich gerade schon gezeigt. Da wäre noch fast, ja, ich schätze mal so 120 kW Peak hier oben drauf kriegen, wenn wir fertig sind. Nur auf der? Nee, mit dem Neubau. Mit dem Neubau, genau. Ja. Dann hätten wir 160 kW Peak. Oh, ist schon was, ne? Ja, können wir das Hausanschluss abhacken. Ja, und Kühlschrank auf 5 Grad, ich auf 9. Richtig, 4 Grad. Ja, das war's von hier oben. Wie gesagt, das ist die freie Dachfläche, das wird unser Herbstprojekt, wenn wir mal Zeit haben. Aber ja, wenn wir mal Zeit haben, lassen wir uns mal dabei. Und ja, das sind die letzten Bilder von hier oben. Ich verabschiede mich in ein schönes Wochenende. Abonniert den Kanal. Daumen hoch, genau. Und wir gehen jetzt in den wohlverdienten Feierabend. So, wir sind so ziemlich, Freitags wisst ihr mal, 3:30 sind wir dann so ziemlich fertig. Jetzt habe ich gesagt, komm, hier, halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch eben die ganzen Rapids machen. Also die habe ich ja alle gemacht, die in der anderen Halle. Die krimpen jetzt alles, die sind jetzt zu dritt, das geht jetzt ruckzuck. Ne, das ist schon schön, weil ich liefere die immer fix und fertig, dass jeder die so direkt einbauen kann. Ne? Und das ist ja, das ist auch eine kleine Menge. Ne? Wir haben schon andere Mengen gemacht. Ne? Ja, so sieht's aus.